Ich muss mal gucken, ob ich auch in die Headline oben schreibe, Trick beim Ausrechnen von Prozenten. Ich finde es eigentlich keinen Trick, sondern wenn ihr es versteht, kommt ihr da eigentlich locker durch. Ich habe ja eine extra Playlist auch gemacht mit Zuordnungen, Prozente etc. Dreisatz ist eigentlich immer noch das Angenehmste. Wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst 55% von 160 Euro ausrechnen. Mit dem Dreisatz als Ansatz ist das eigentlich kein Problem. Ihr habt die 160 Euro, die entsprechend 100%. Na, und dann gehe ich, um auf 55 zu kommen, einfacherweise auf 1%, teile auf beiden Seiten ja durch 100, dann habe ich hier 1,6, entspricht 1%, und dann, um auf den Wert zu kommen, mal 55 und das auch auf beiden Seiten. Naja, und 1,6 mal 55 ist jetzt immer nicht flott im Kopf gemacht, dann bin ich bei 55%. Jetzt überlegt man sich noch, wie könnte ich es denn noch anders machen, um mir das im Kopf so ein bisschen zurecht zu basteln. 55% von 160, könnt ihr euch sagen, okay, wenn 160 100% insgesamt sind, dann hätten wir ja die Hälfte, das wären ja dann entsprechend, die Pfeile sind jetzt auch egal, macht euch da jetzt keinen Kopf drum. Die Hälfte davon, von 160, ist 80, auch schnell gemacht. So, und jetzt habe ich ja schon 50%, jetzt fehlen mir zu 55 noch 5. Naja, jetzt könnte ich ja hiermit weitermachen, teile einfach durch 10, weil durch 10 ist ja schnell gemacht, sind 8 Euro. Naja, jetzt habe ich 5% sind 8 Euro, 50% sind 80 Euro, beides zusammen. Weil 50% und 5% ergibt 55%, sind dann 88 Euro. Also, eigentlich ganz easy.